Das ist die jüdische Familie Frank. Die Eltern Otto und Edith mit ihren Töchtern Margot und Anne. Weil die Nationalsozialisten in Deutschland Juden verfolgten, ist die Familie von Frankfurt nach Amsterdam geflüchtet. In einem Hinterhaus in Amsterdam hält die Familie sich ab dem 6. Juli 1942 versteckt. Der Eingang zu den Zimmern verbirgt sich hinter einem Regal, das wie eine Tür zur Seite geschwenkt werden kann. Annes Eltern schlafen im vorderen Zimmer, daneben schlafen Anne und Margot. Die Familie weiß nicht, wie lange sie bleiben muss. Anne schmückt die Wände mit Postkarten von Schauspielern und Königskindern. Hier schreibt Anne ihr berühmtes Tagebuch. Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Ich denke auch, dass sich später keiner, weder ich noch ein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Anne schreibt fast täglich über ihre Erlebnisse, Sorgen und Ängste. Sie lebt fast 2 Jahre im Versteck. Erst nur mit ihrer Familie, später kommen noch 4 andere Menschen dazu. Es beklemmt mich doch mehr, als ich sagen kann, dass wir niemals hinaus dürfen. Und ich habe große Angst, dass wir entdeckt und dann erschossen werden. Das ist natürlich eine weniger angenehme Aussicht. Oft kann Anne nicht schlafen. Die Bomber fliegen über die Niederlande Richtung Deutschland, vor allem nachts. Wie gut haben wir es hier, wie gut und ruhig. Ich bekomme selbst Angst, wenn ich an alle denke, mit denen ich mich draußen immer so eng verbunden fühlte und die nun den Händen der brutalsten Henker ausgeliefert sind, die es jemals gegeben hat. Und das alles, weil wir Juden sind. Anne hat Angst. Sie weiß auch, was draußen passiert. Juden werden auf offener Straße verschleppt und in Sammelstellen gebracht. Von dort aus kommen sie in Arbeits- und Konzentrationslager. Anne denkt viel an ihre jüdischen Freundinnen. Ich werde nicht unbedeutend bleiben. Ich werde in der Welt und für die Menschen arbeiten. Und nun weiß ich, dass Mut und Fröhlichkeit das Wichtigste sind. Deine Anne Frank.